Du hast mal an einem Mathematikwettbewerb teilgenommen und sogar Punkte bekommen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Hallo ihr Lieben, heute mal wieder mit Special Guest Hauke. Und Hauke hat mittlerweile einen Kanal, das werde ich mal in die Infobox tun, da könnt ihr mal vorbeischauen. Aber darum geht's heute nicht, denn es sind Sommerferien bei den meisten von euch. Und ich habe das schon einmal gemacht, nämlich meine Zeugnisse vorgelesen, aber diesmal wird es richtig Premium. Denn ich habe seinen Ordner und er hat meinen Ordner und wir schauen mal so ein bisschen, was der andere so in der Schule getrieben hat. Ich glaube, wir wären keine Freunde gewesen, wenn wir in derselben Klasse gewesen. Nee. So fängt jede Love Story an. Okay, ich merke schon, Hauke möchte anfangen. Klasse 1 oder was? Klasse 2 bei dir. Hau mal raus. Also, Edda hat in diesem Schuljahr ihre guten Kontakte vor allem in ihre Tischgruppe intensiviert. Das heißt eigentlich nichts anderes als Edda war nur am Quatschen. Du hast okay. Nur gequatscht. Sehr intensiviert, okay. Am Unterrichtsgeschehen beteiligte sie sich zunehmend lebhafter, doch war sie häufig unkonzentriert und konnte deshalb auf Fragen nur zögernd oder gar nicht antworten. Ja, ich war halt ein bisschen verwirrt, mein Gott, das war alles sehr neu. In Konfliktsituationen, die sie zum Teil auch provozierte, war sie zu verbalen Auseinandersetzungen meistens nicht in der Lage. Das kann ja mal passieren. Es hat sich geändert. Ich bin jetzt nicht mehr so. Aber was soll das heißen? Hat er einfach raufgehauen oder was? Ja. Probleme konntest du nicht mit dem Mund lösen. Nee. Heutzutage nennt man das Social Media. Twitter-Beef. Snapchat-Beef. Aber ich bin jetzt sehr ausgeglichen. Ich habe dann in der zweiten Klasse mit Yoga angefangen und dann wurde das alles viel besser. In Mathematik hat sie große Schwierigkeiten, die erlernten Grundrechenarten im Wechsel richtig anzuwenden. Ja, ich habe... Hat sich nichts verändert. Ist das süß. Was? Wenn sie allerdings unsicher ist, reagiert sie verängstigt und vergisst das, was sie sagen sollte. Hm. Oh, ist das süß. Ich schwöre, ich habe nur so getan. Ich schwöre, ich dachte so, oh, ich mache jetzt so voll. Ich weiß nicht. Ich habe es vergessen. Genau. Okay, ganz ehrlich, du wirst aber langsam frech. Wir fangen jetzt mal bei dir an. Klasse 1. Was steht denn hier? Hauke benötigt für die Aufgaben häufig mehr Zeit als vorgesehen. Mhm. Er erledigt die Arbeiten zunehmend selbstständig. Zunehmend selbstständig heißt, macht er, aber das ist immer so Zeugnissprache. Muss aber noch gründlicher und sorgfältiger werden. Da hat sich nichts geändert? Nein. Hauke ist noch sehr verspielt und leicht abgelenkt. Er war eine Katze. That's me. Ja. Er kann sich dem Unterrichtsgeschehen noch immer nicht anpassen und stört dadurch die Klasse. Ja, früher hatte ich es nicht. Hattest du dieselbe Lehrerin? Nee, ich glaube nicht. Aber... Nee, okay. Oh, wie süß, ihr habt so Kategorien. Interessen, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Hauke verfasst gern Briefe. Er bereichert besonders in naturkundlichen Fragen mit seinen Beiträgen den Unterricht. Wir hatten damals so einen Briefkasten. Da durften wir immer Briefe reinmachen. Also da allen Mädchen Briefe geschrieben? Weiß ich gar nicht. Aber ich habe eigentlich immer, mir geht's gut, wie geht es dir? Das habe ich immer Das hat er damals bei MSN, ICQ, bei Facebook. So hat er mich auch kennengelernt. Er hat mir geschrieben, wie geht es dir? Mir geht's gut. So haben wir uns kennengelernt bei MySpace. Okay, also chatten konntest du schon in der ersten Klasse. Dann steht hier, Hauke kennt im Zahlenraum bis 20 größer und kleiner Beziehungen. Das hab nicht mal ich gerade verstanden. Ja, das 20 größer ist als 90. Okay, das hast du verstanden damals schon, ja? Wow. Das habe ich in der 9. verstanden. Er kann im erarbeiteten Zahlenraum Addition- und Subtraktionsaufgaben mit Hilfsmitteln durchführen. Ja, mit Hilfsmitteln konnte ich auch so einiges durchführen. Mit den Fingern wahrscheinlich. Ach so, ja, stimmt. Ja, super. Das war meine erste Klasse. So, was jetzt? Welche Klasse? Die 4. Oh, okay. Fängst du an? Ja, ich bin gerade schon mal durchgegangen und ich muss sagen, was ist denn hier passiert? Mathematik 2? Hast du eine neue Lehrerin gehabt oder so? Nee, ich habe immer einen ganz strengen Mathelehrer gehabt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Mathe immer nicht so... Sie hat eine positive Einstellung zur Schule und ging meist freudig und fleißig an ihre Arbeiten heran. Habe ich da Drogen genommen? Aber doch ließ sie sich andererseits noch schnell ablenken und schwatzte gern mit ihren Tischnachbarinnen. Ich schwatzte gern. Ja. Ja, aber hier zwei. Oh, da, das hast du nicht gelesen. Eddas Verhalten war gut. Hm. Du hast nicht mehr alle Kinder verprügelt, die mit dir gestritten haben. Warte mal, da ist aber 2, 3, 3, 3, ja, 2, 2, Sport 2, Bildende Kunst 3, Handschrift 3. Gibt es bei dir Handschrift? Oh, Handschrift ist ja jetzt noch eine 6. Jetzt noch schlimmer, früher 5, jetzt 6. Warte,
Sachunterricht. Schrift und Form, eine 4 in der 4. Klasse bei dir. Okay, dann bin ich jetzt mal dran. Hauke kann der Aufgabenstellung entsprechend arbeiten, ist dabei aber nicht immer gründlich und sorgfältig genug. Hat sich wie immer nichts geändert. Er muss sich noch mehr Mühe geben, konzentrierter und ausdauernder zu arbeiten, um nicht sich selbst und andere vom Unterricht abzulenken. Du bist, hä? Warst du meine beste Freundin? Was ist denn da los? Du bist doch genauso schlimm, du bist fast schlimmer. Hauke, bei mir stand ja am Ende, Eddas Verhalten war gut, das war der letzte Satz. Dein letzter Satz ist, Hauke hält sich nicht immer an die Klassenregeln und sollte im Umgang mit seinen Mitschülern nicht so leicht reizbar reagieren. Von wegen Hauke ist der Nette von uns. Mhm. Da habt ihr schwarz auf weiß. Also wenn ihr wissen wollt, was hinter nicht leicht reizbar reagieren steckt, war... Fragt ihn einfach nach der Uhrzeit. Dass circa sechs Lehrerinnen hinter mir herlaufen mussten, während ich Leute verprügeln wollte auf dem Schulhof. Ja, die 4. Klasse war wild bei mir. Ist eigentlich auch nichts anderes als ein Mutmacher, ne? Also falls ihr eine schlechte Zeit habt oder so, schaut uns an. Es wird nicht besser. Ihr wächst daraus. Ja, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Oh, da gab es gar keine Schrift mehr. Da. Du schon. Ja, ich schon. Bei uns gab es immer Text. Eure Lehrer haben sich noch Mühe gegeben. Edda ist eine ruhige, freundliche und fleißige Schülerin. Erzähl mir mehr. Schriftliche Arbeiten fertigte sie stets sorgfältig und gewissenhaft an, benötigt aber manchmal noch recht viel Zeit dafür. Ja, weißt du... Aber du gibst dir Mühe. Ja. Ich finde manchmal... Mühe bedeutet bei Zeugnissen auch immer ganz schlecht. Bemüht immer ganz schlecht. Das heißt nichts anderes als, sie will, aber sie kann nicht. Sie ist... Edda setzt sich gern für die Gruppe ein. Sie sollte aber versuchen, im Umgang mit ihren Klassenkameradinnen nicht zu empfindsam zu reagieren, um sich nicht unnötig das Leben schwer zu machen. 1:1 könnte das jetzt bei mir, das ist so ich, das hat sich nicht geändert. Ich mache immer auf hart und ich bin auch hart im Nehmen, aber es gibt so gewisse Punkte, da bin ich sehr, sehr sensibel. Und ich glaube, ich habe schon ganz schön gelitten, weil ich immer sehr, wie soll ich sagen? Einfühlsam. Sehr einfühlsam. War. Ich mache mir sehr viele Gedanken. Manchmal, wenn ich Zeugnisse lese, dann denke ich mir, die Sachen, die da als negativ drin stehen, sind eigentlich was Positives. Zum Beispiel viel Fantasie, lässt sich ablenken, ist ein Freigeist zum Beispiel und so. Ja. Und in der Schule wird das alles einfach als negativ dargestellt. Ja. Ja, aber du musst halt auch in diese Form passen. Wisst ihr, was ich meine? Also so Kuchenform halt. Wenn da halt steht, irgendwie hat zu viel Fantasie, ich will gar nicht wissen, wie Stephen Kings Zeugnisse aussahen. Ja. Sehr ruhig. Quältiere. Nein, aber ihr wisst, glaube ich, worauf wir hinaus wollen, oder? Mhm. Also bei dir ist halt leider kein Text. Deutsch 3. Oh, du warst so ein richtig Mittelmaßkind, ne? Alles 3, außer Musik 4. Ja, ich glaube, das kann man jetzt auch vor allem ein 4 mit so einem Sternchen. Das kann man jetzt eigentlich auf die Jetztzeit übertragen, oder? Letztes Album war schwach. Stabile 4. Dankeschön. Das hat die Juice, hat dir das gegeben, hier bei Musik. Oh, Hauke, was ist denn in der 8. passiert? Befriedigend, also Deutsch befriedigend, das ist eine 3. Englisch mangelhaft, hat sich nichts geändert. Geschichte gut, Erdkunde ausreichend, Mathe ausreichend, Chemie befriedigend, Physik ausreichend. Ja. Aber Musik war gut. Also von der 4 auf gut ist ja. Ist gut. Ich hab da viele Stunden vor der Tür verbracht. Ah doch, hier steht doch was. Arbeitsverhalten. Haukes Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen in vollem Umfang. Das hat so richtig, das war so Copy-Paste, ne? Haukes Sozialverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen. Also dein Sozialverhalten war ciao. Edda hat ihre Zurückhaltung im mündlichen Unterricht zunehmend aufgegeben und sich um konzentrierte und konstante Mitarbeit bemüht. Schriftliche Arbeiten fertigt sie meist sauber an. Ihr Verhalten im Unterricht und im Freizeitbereich ist gut. Edda ist in der Kerngruppe anerkannt. So nach dem Motto, sie wird nicht gemobbt. Ja. Ist okay. Keine in der 8. noch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, in der 9. hatte ich dann ein Iro. Nee, oder in der 10. keine Ahnung. Aber es fing so, das war so kurz vor meiner Punkerphase. Pass auf, 9. Arbeitsverhalten, Haukes Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen. Sein Sozialverhalten entspricht den Erwartungen. Da hast du richtig Mühe gegeben, ne? Mhm. Und dann Bemerkungen auf Beschluss der Klassenkonferenz, versetzt in die 10. Ja. Pflichtunterricht. Befriedigend, mangelhaft. Okay. Also Deutsch befriedigend, Englisch mangelhaft. Warum könnte ich nicht einfach Zahlen hinschreiben? 9. war ein bisschen schwierig. Okay. Wie war es bei mir? Ich glaube, in der 9. habe ich gemerkt, ich muss mich anstrengen. Mhm. Weil da hatten wir Kurse, die ich brauchte, um Abitur machen zu können. Das hat bei mir in der 10. hat das angefangen. Das erst, ja. Okay. Aber, also man muss sagen, du warst eine gute Schülerin hier. Ja. Arbeitslehre 1. Musik 1, Sozialpädagogik 1, erzähl mir mehr. Kunst 2, Biologie leider. 10 Punkte. Das war eine 3 plus, glaube ich. Also du hast hier nichts Schlechtes. Eine 2. Das Schlechteste ist Physik,
und Chemie mit jeweils 8 Punkten und das ist doch eine 3, oder? Eine 3, oder? Okay. Und ganz kurz mal, wie oft habe ich gefehlt? Was steht denn das hier? Ja, durchgestrichen. Gar nicht! Gar nicht! Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wenn ich muss, dann mache ich auch. Aber nur, wenn ich muss. Mein Abschlusszeugnis hatte ich, glaube ich, auch eine 1,6 als Durchschnitt. Aber nee, das ist schon die 11. Oh, das ist das ganz schlimme Kapitel, als ich sitzen geblieben bin. Ich glaube, 6 Fünfen auf dem Zeugnis. Ja, aber Leute, ernsthaft, ich glaube, ich habe das auch schon im letzten Video gesagt. Ich mache das hier alles nur, weil ihr jetzt gerade Sommerferien habt. Ihr habt wahrscheinlich Zeugnisse bekommen. Man sieht an uns, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Und man muss halt auch wirklich immer sagen, okay, jetzt ist das Semester vorbei oder das Schuljahr oder das Halbjahr. Es geht weiter. Dadurch, dass ich auf einer Schule war, wo man von der 1. bis zur 13. Drauf sein konnte, hatte ich Lehrer doppelt. Das heißt, wenn ich mal in der Grundstufe bei jemandem verkackt habe und den dann aber im Abitur hatte, hatte ich ein Problem. Deswegen musste ich halt echt so ein bisschen lernen. Das hat mir viel beigebracht, menschlich mit Menschen umgehen, also wenn man mit Menschen umgehen muss, selbst wenn man sich nicht versteht. Schule ist mehr als nur Noten, weil am Ende habt ihr einen Chef, mit dem könnt ihr dann auch nicht klarkommen, eventuell, oder er kommt mit euch nicht klar. Das ist normal. Also, was hast du so? Ich habe vieles gelernt in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war auch nicht so einer der Menschen, die gesagt hat, boah, endlich raus. Also ich wollte eh Lehrerin werden, das heißt, ich müsste eh wieder in die Schule, aber so war das bei mir. Also ich muss sagen, ich war froh, dass ich die Schulen gewechselt habe. Ich war auf 3 Schulen. Echt? Es gab so eine Zwischenschule, also Grundschule. Ja. Bei mir war es immer gut, dass ich gewechselt habe. Und der letzte Wechsel zur Realschule war dann für mich auch sowas wie so ein Befreiungsschlag, weil ab da habe ich angefangen, mich selber ein bisschen zu reflektieren und zu merken, okay, ich muss auch freundlich zu anderen Leuten sein. Weil, damit die auch freundlich genau, zu mir sind. Weil, das sieht man manchmal nicht. Das klingt jetzt voll logisch. Es gab eine Situation, dass halt die Schülervertreterin aus meiner Klasse und der Lehrer und die saßen da und dann hat sie gesagt, hey, wir mögen dich eigentlich, aber du machst uns halt Angst mit deinen Wutanfällen und so weiter. Und er dann, so, hey, die haben Angst vor mir? Ja, genau. Und ich dachte so, okay, krass, die haben Angst vor mir, aber eigentlich mögen sie mich. Also wenn sie keine Angst vor mir haben, dann kriege ich das schon irgendwie hin. Und das habe ich dann geschafft in der 7. Klasse, wo halt alle meine Freunde auch nicht mit mir in eine Klasse gehen durften, habe ich es dann geschafft, quasi mich selbst so in die Bahn zu kriegen. Und das war sehr wichtig für mich. Voll gut. Also bei all dem Quatsch hier, es ist auf jeden Fall lustig, sich alte Zeugnisse von sich anzuschauen, weil man das Gefühl hat, dass es wäre komplett anderes, was man da liest. Ja. Und ich habe noch ein Code-Emoji, es gibt ja mal ein Code-Emoji, und zwar eine Musiknote, weil es geht ja um Noten, verstehst du? Note, Musik, der kam an. Also einfach eine Musiknote, ein Musiknoten-Emoji in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt ihm gerne Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video. Und ich möchte noch einen Kommentar, und zwar euer Notendurchschnitt, euer letztes. Also falls ihr komplett schon ganz lange aus der Schule raus seid, dann aus der 10., den ihr hattet. Und alle, die jetzt gerade Ferien haben, wie waren eure Zeugnisse? Eher so Abbruch? Dann schreibt einfach Abbruch. Ihr müsst euch, also nicht, dass ihr jetzt alle denken, oh Gott, nein, Hilfe, ich kann das nicht sagen. Dann schreibt einfach Abbruch. Und wenn es richtig gut ist, dann schreibt richtig gut. Es gibt nur richtig gut oder so Mittelmaß. Ich war ja auch eher mal so Mittelmaß. Was warst du? Du warst immer Mittelmaß. Bei dir war ich war immer nur 3, meine 4, meine 2. Sehr viel befriedigend und ausreichend. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.